Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mehr Apps und Games. Wir werden heute gemeinsam Uphill Rush spielen. So ein ähnliches Spiel haben wir schon mal gespielt. Da geht es darum, eine Wasserrutsche runter zu sausen. Das andere Spiel hieß, glaube ich, Waterslide 3D oder auch Wasserrutsche 3D. Jetzt geht es darum, einen Charakter zu wählen. Ich nehme mal einen weiblichen Charakter. Und ich hoffe, dass es nicht zu turbulent wird. Nachher wird einem noch schlecht, wenn man so durch die Gegend gewirbelt wird. Bewegungstasten. Beschleunigen, bremsen. Okay, drücke auf die linke Taste, um zu bremsen. Drücke auf den rechten Knopf, um die Geschwindigkeit zu erhöhen. Alles klar. Habe ich verstanden? Oh, es geht schon los. Achso, ich bin noch ganz langsam. Boah, was war das? Ich bin einfach über so ein... Balance-Tasten, falle nicht auf deinen Kopf, drücke, okay. Ey, ich bin nicht auf meinen Kopf gefallen. Oh, aus dem Weg. Entschuldigung. Das ist ja super cool, das Spiel. Macht richtig Bock. Da rutsche ich auch mal irgendwelche anderen Leute aus dem Weg. Okay, wieder Balance-Tasten. Beziehungsweise Stunt. Was war das? Oh Mann, ich habe es nicht gelesen. Ich bin viel zu aufgeregt. Gebremst habe ich übrigens noch gar nicht. Bremsen mache ich nicht. Hauptsache schnell. Klatscht. Aus dem Weg. Ich rutsche hier auch über die Bar rüber. Nehme alles mit, was geht. Auch irgendwelche Menschen. Ich bin am Ziel. Hey. Ich bin dann auch ohne Ring weitergerutscht. Was ist das denn? Wie cool. Sehr, sehr witzig. Also, finde ich echt super cool. Erster Level gemeistert. Jetzt kommt der zweite. Nicht gut genug für diesen Level. Okay. Man muss wohl jeweils diesen Gummiring, diesen Donut, auf dem man durch die Gegend rutscht, auch verbessern, damit er geeignet ist für den jeweiligen Level. Okay, Power-Ups, nee. Machen wir jetzt einfach mal. Okay, los geht's. Benutze den Super-Turbo, um den versteckten Diamanten zu erreichen. Okay. Wow, wo ist der Diamant? Da ist er. Ah, okay. Je höher man fliegt, desto eher kann man auch irgendwelche Sachen erreichen, die in der Höhe sind. Gut zu wissen. Wow, mit Looping. Wow. Zum Glück ist das nicht so wie bei Wasserrutsche 3D. Wow. Da war man ja wirklich in dieser Rutsche drin. Das war ja noch verrückter. Wow, ich fliege. Jeweils ist da einem schon ein bisschen komisch geworden manchmal, weil das so aus der Ich-Perspektive war. Aber so aus der Seitenansicht, wie bei einem Jump'n'Run, ist das schon ganz cool. Gib Gas! Wow, ich rutsche gleich weg. Aus dem Weg. Oh, da ist auch schon das Ziel. Und ich rutsche einfach nochmal weiter. Blub. Oh, das sah echt brutal aus. Ich glaube, ich habe mich verletzt. Neuer Rekord. Das ist ja auch nicht so schwierig. Ich bin ja auch momentan noch die Einzige, die das spielt. Aber ich denke, Khan wird das auch für sich entdecken. Uphill Rush. Level 3. Okay, jetzt können wir, glaube ich, starten. Jetzt, wo nichts mehr rot markiert ist. Ich bin also ready für die nächste Rutsche. Auf geht's! Wow, mit Sprungturm sogar. Einmal hier wieder die ganze Bar abräumen.
Ich gebe gut Gas. Salto! Oh, ich habe jetzt so Lust auf den Sommer. Ich möchte unbedingt ins Freibad und jetzt rutschen gehen. Also nicht solche verrückten, lebensgefährlichen Rutschen, sondern einfach mal ein bisschen planschen. Wow. Oh. Entschuldigung. Oh. Ich bin gescheitert, das allererste Mal. Ich habe echt mit meinem Gesicht gebremst und ich glaube, jetzt bin ich einfach verendet. Nein. Ich kann aber vom Speicherpunkt wieder starten, muss also nicht den ganzen Level von vorne machen. Aber da habe ich ein bisschen geschlafen, da hätte ich mich eigentlich ausbalancieren müssen, aber ich war einfach so geflasht, was hier aufs Dach mit mir passiert. Und jetzt bin ich auch schon am Ende des Ziels, des Levels und ich rutsche einfach mal. Das muss so wehtun, im Bikini einfach über so einen Holzboden zu rutschen. Aua, aua, aua. Wollen wir jetzt nicht machen. So, ich würde sagen, die ersten drei Level haben wir jetzt hinter uns gebracht. Die nächsten mache ich einfach mal in der nächsten Folge Uphill Rush, wenn Nina sich wieder in turbulente Rutschen reinstürzt. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Schreibt mir noch Tipps und Tricks, wenn ihr das Spiel schon mal gespielt habt, in die Kommentare. Und vielleicht auch, wie sehr ihr euch auf den Sommer freut. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, wenn es soweit ist. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich auch noch gerne den Kanal. Und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen drücken. Bis zum nächsten Mal. Ciao!